Kannst du die Klappe halten? Na klar. Herzlich willkommen zum neuen Ausschussreport zu mehreren Ausschüssen, die am 21. April 2021 stattgefunden haben. In der Woche haben noch mehr Ausschüsse stattgefunden, denn wir haben ja das Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Dazu musste ein Digitalausschuss-Sonderausschuss stattfinden am Montag. Über den erzähle ich euch aber nichts. War auch ein bisschen unspektakulär, denn die Bundesregierung konnte die Änderungsanträge leider nicht rechtzeitig zum Ausschuss vorlegen. Das hat die Debatte im Ausschuss verkürzt. Dann hatten wir am Mittwoch aber einerseits den Verkehrsausschuss, der auch zuständig ist für digitale Infrastruktur, in dem bin ich stellvertretendes Mitglied. Und dort haben wir das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz in seiner geänderten Fassung beraten. Das haben wir dann später am Tag auch im Digitalausschuss gemacht. Da war zusätzlich noch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 dran. Und zwischen diesen beiden Ausschüssen gab es noch eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss, in die ich aber auch gegangen bin. Da war nämlich das Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz dran. Über diese Anhörung werde ich euch nichts weiter erzählen. Unten in der Infobox wird es aber einen Link für euch geben. Da könnt ihr euch die Anhörung reinziehen. Ich erzähle euch heute über das Telekommunikationsgesetz, erschlage damit praktisch zwei Ausschüsse und ein wenig auch über das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, das hat wieder über 450 Seiten gehabt und in seiner geänderten Fassung kam es wieder erst sehr, sehr kurzfristig vor Ausschuss und Behandlung im Bundestag. Da wurde es am Donnerstag diskutiert zu uns Abgeordneten. Wir hatten nicht ausreichend Zeit, uns das anzugucken. Das ist, finde ich, wirklich eine Verachtung parlamentarischer Prozesse. Über 450 Seiten. Ich kann euch da natürlich nicht alles erzählen, was drin steht, aber ein paar Sachen. Unter anderem ging es um das Recht auf schnelles Internet, das die Koalition ja schon im Koalitionsvertrag versprochen hatte und das sie eigentlich im nationalen Recht verankern muss. Seit 2018 gibt es nämlich den Europakodex Telekommunikation und da ist das vorgegeben. Die Deadline dafür ist schon im letzten Jahr abgelaufen. Wir sind also schon in Verzug. Kommt jetzt das Recht auf schnelles Internet? Ich würde mal sagen, nö, da kommt ein Recht auf lahmes Internet. Das habe ich auch in meiner Rede so benannt am Donnerstag. Diesen Satz hat dann sogar die Tagesschau aufgegriffen. Vielleicht zur Erinnerung, im Moment gelten 56 Kilobit pro Sekunde als ausreichendes funktionales Internet, auf das wir alle einen Anspruch haben. Das habe ich in einem früheren Ausschussreport mal genauer auseinandergenommen. Den werde ich euch unten auch verlinken. Das will die Bundesregierung verbessern. Und im ersten Entwurf hat sie grandiose 10 Mbit dafür vorgeschlagen. Schnelles Internet wäre das vielleicht gewesen vor 20 Jahren. Dann hat sie im neuen Entwurf 30 Mbit vorgeschlagen mit der Begründung, da wäre jetzt auch Homeoffice und Videostreaming in angemessenem Umfang, also nicht zu viel streamen, mit drin. Die eigentliche Rechenformel, die sie ins Gesetz geschrieben hat, wäre nämlich sogar auf noch weniger gekommen. Wir als Linksfraktion haben deshalb einen Antrag eingereicht, in diesem Gesetz ein wirkliches Recht auf schnelles Internet zu verankern, nämlich beginnend bei 100 Mbit. Das kann man dann schnelles Internet nennen. Bleibt natürlich nicht ewig schnelles Internet. Technologie entwickelt sich weiter. Außerdem hat uns ja genau diese Bundesregierung bereits ein Gigabit-Anschluss für alle Haushalte bis 2025 versprochen. Deswegen haben wir vorgeschlagen, den Rechtsanspruch auf ein Gigabit bis 2030 rechtlich zu verankern. Muss ja dann machbar sein mit so 5 Jahren Verzögerung nach dem Versprechen. Aber natürlich wurde unser Antrag von der GroKo abgelehnt. Kleine Verbesserungen gab es bei den Vertragslaufzeiten für Mobiltelefone. In Deutschland, anders als in den meisten anderen Ländern, die ich kenne, gibt es nämlich diese 24 Monate quasi Knebelverträge, die, wenn man nicht aufpasst, sich schwupps um 24 Monate von selbst verlängern. Jetzt gibt es ein Recht auf Einjahresverträge. Leider nicht kürzer, hätte ich besser gefunden. Aber wenn sich die Vertragslaufzeit, egal ob jetzt 1 Jahr oder 2 Jahre, dem Ende nähert und von selbst verlängert, kann man danach monatlich kündigen. Das ist immerhin eine Verbesserung. Gewünscht habe ich mir auch endlich eine bessere Verankerung von lokalem und regionalem Roaming. Das steht da zwar drin, aber unter so strengen Kriterien, dass ich nicht glaube, dass es in der Praxis irgendeine Rolle spielen muss. Und dann ist es für mich ehrlich gesagt so, als wäre es nicht da, wird also nicht nennenswert dazu beitragen, das Netz im ländlichen Raum zu verbessern.
Abgeschafft wurde auch das Nebenkostenprivileg für sogenannte TV-Kabel. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Mieter seid, wenn ihr in euren Mietvertrag reinguckt, gibt es da ganz oft, bei mir steht da irgendwas von über 20 Euro drin, so ein Vertrag mit irgendeinem so Fernsehkabelanbieter, friss oder stirbt, den muss man einfach nehmen, der ist Teil der Miete. Das wird künftig nicht mehr so sein. Das gilt dann einfach als normale Ausstattung. Für Wasserhahn zahle ich auch nicht extra. Nur für richtige, nagelneue, echte, schnelle Glasfaser und nur für ein paar Jahre wird es künftig noch dieses sogenannte Nebenkostenprivileg geben, dass man das einfach so umlegen kann. Das heißt, künftig hättet ihr die Wahl und könnt einfach sagen, nö, TV-Kabel will ich nicht oder ich will nicht den, sondern einen anderen Anbieter. Jetzt wird es allerdings richtig unangenehm, denn in dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, da verbergen sich ja nicht nur Anrechte auf Internetgeschwindigkeiten, Vertragslaufzeiten oder Nebenkostenprivilegien, sondern auch jede Menge Überwachung. Man kann mit Fug und Recht sagen, es ist ein Überwachungsgesetz. Obwohl die Vorratsdatenspeicherung zurzeit ausgesetzt ist, weil sie wahrscheinlich in der Form auch wieder verfassungswidrig ist und obwohl im letzten Sommer der EuGH ebenfalls geurteilt hat, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht in Ordnung ist, steht sie wieder in diesem Gesetz drin. Ich kann es einfach nicht verstehen. Obendrein steht die Bestandsdatenauskunft drin und die wurde sogar massiv ausgeweitet. Zum Beispiel steht im Gesetz drin, wer Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, muss diese Bestandsdaten zur Verfügung stellen. Wer erbringt denn Dienste oder wirkt daran mit? Das kann ja auch ein Angestellter sein, irgendein Mitarbeiter in einer Firma. Ist der jetzt auch verantwortlich? Oder das Krankenhaus, die Kneipe, das Café, wo man einen WLAN-Zugang kriegen kann? Müssen die jetzt auch erhobene Bestandsdaten an die Bundesregierung und ihre Geheimdienste weitergeben? Damit, finde ich, ist eine rote Linie überschritten. Eine zweite rote Linie ist überschritten, weil in diesem Gesetz jetzt Anbieter auch verpflichtet werden, Passwörter rauszurücken, und zwar zu Endgeräten oder zu externen Speichern, wenn die Dienstleister diese Zugangsdaten haben. Haben dürfen sie die eigentlich nur in verschlüsselter Form, sonst verstoßen sie übrigens gegen Gesetze, nämlich auch gegen die Datenschutzgrundverordnung, die nach dem Stand der Technik eine Absicherung von personenbezogenen Daten erfordert. Und das ist die Verschlüsselung. Also nur wer gegen dieses Gesetz verstößt, der muss im Klartext erhobene Passwörter an Geheimdienste rausrücken. Seriously? Passwörter zu meinem Handy? Zu allem? Das ist nicht einfach nur wie die Überwachung eines Telefonats, eines Kriminellen irgendwohin. Da sind jede Menge Persönlichkeitsrechte betroffen. Das können auch die besonders privaten Lebensbereiche sein. Vielleicht ist da ein Nackig-Foto drauf von der Freundin oder dem Freund, keine Ahnung. Also das geht einfach gar nicht. So ein Handy hat heute das ganze Leben drauf, dafür Passwörter. Da wurde viel diskutiert, es steht leider trotzdem im Gesetz drin. Diese Datenspeicherung gilt neuerdings übrigens auch für sogenannte nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste. Was ihr wahrscheinlich besser versteht, soziale Netze und Messenger. WhatsApp, Facebook, Signal, Threema. Die sollen künftig folgende Daten, wenn sie sie haben, an Dienste wie Geheimdienste oder Polizeidienststellen herausgeben müssen. Nämlich die Kennung, die man da hat, zum Beispiel Threema-ID, Name, Anschrift, Geburtsdatum und wann der Vertrag begonnen hat. Eine Verbesserung kam jetzt mit rein, nämlich Seehofer wollte ja, dass alle diese Dienste, Instagram, WhatsApp, Facebook und so weiter, diese Daten erheben und auch noch verifizieren, ob sie stimmen. Das wäre eine Ausweispflicht für viele, viele Dienste im Internet. Damit ist er nicht durchgekommen. Jetzt müssen die Anbieter nur die Daten rausrücken, die sie haben. Allerdings steht im Gesetz auch drin, dass sie alle Daten herausrücken müssen, die irgendwo im Unternehmen zu einer Person dazu vorhanden sind. Und dann stellt euch mal ein Unternehmen wie Google vor und was das möglicherweise für Daten über euch hat. Das dürfte echt viel sein. Also ich glaube, mit Überwachungsgesetz hat man da nichts übertrieben. Dann hat die Bundesregierung noch ein anderes Geheimdienst- und Überwachungsproblem lösen wollen, nämlich dass mit 5G auch Telekommunikation mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gekommen wäre. Man setzt in der Überwachung aber gerne mal sogenannte IMSI-Catcher ein. Und die haben ein Problem, wenn da zum Beispiel eine Gerätekennung,
verschlüsselt ist. Dann wissen die nämlich gar nicht, welches Handy da eigentlich gerade telefoniert. Deswegen steht jetzt drin, dass die Dienstleister, die Telekommunikationsunternehmen sicherstellen müssen, dass man IMSI-Catcher auch im 5G-Netz einsetzen kann. Das machen die so, indem sie eine verschlüsselte Kennung auffangen mit ihrem schönen kleinen IMSI-Catcher, der ermöglicht zum Beispiel eine Ortung eines bestimmten Geräts, und dann sofort mit dem Telekom-Unternehmen Kontakt aufnehmen und sagen, wir brauchen das zugehörige Gerät zu dieser verschlüsselten Kennung. Dazu sagen sie übrigens, dass das in keiner Weise die Qualität der Verschlüsselung beeinträchtigt. Das ist technisch nicht möglich. Da geht an irgendeiner Stelle die Verschlüsselung kaputt, nämlich in dem Moment, wo ein Telekom-Unternehmen sagt, diese verschlüsselte Zeichenkette ist dieses eine Gerät. Das ist in die Tasche gelogen. Eine kleine positive Verbesserung im Telekommunikationsmodernisierungsgesetz verdanken wir übrigens Per Heinlein, unserem Sachverständigen von Mailbox.org, der in der Anhörung darauf hingewiesen hat, dass Überwachungsschnittstellen ab 100.000 NutzerInnen eingerichtet werden müssen. Und was ist eigentlich NutzerInnen? Vorher stand da mal was von Teilnehmern, jetzt steht was von Vertragspartnern. Und das ist genau der Unterschied, ob ein Mailunternehmen mit dem Berliner Senat einen Vertrag abgeschlossen hat, um für sämtliche Schüler E-Mail-Adressen einzurichten, oder ob sämtliche Schüler mitgezählt werden und bei 100.000 Schülern ist man dann in einer größeren Stadt relativ schnell, man plötzlich Überwachungsschnittstellen einrichten muss, obwohl man ja nur einen Vertragspartner hat. Das ist jetzt also präzisiert, damit ist die Latte ein bisschen höher, ab welcher Stelle man solche Überwachungsschnittstellen einrichten muss. Danke, Per Heinlein. Etwas kürzer haben wir im Digitalausschuss über das IT-Sicherheitsgesetz geredet. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Zum ersten Mal gibt es auch schon einen Digitalausschuss. Auch der wird euch unten verlinkt. Könnt ihr euch in aller Ausführlichkeit reinziehen. Hat sich seitdem irgendwas verbessert im überarbeiteten Gesetz? Einige sehr kleine Dinge haben sich verbessert. Gar nicht so unwichtig ist zum Beispiel, dass das BSI jetzt ein bisschen unabhängiger geworden ist. Das darf sich jetzt in seiner Arbeit nämlich am wissenschaftlich-technischen Stand orientieren und nicht primär an den Interessen des Bundesinnenministeriums. Das ist keine völlige Unabhängigkeit, aber es macht einen Unterschied. Außerdem wurde ein Passus im Gesetz gestrichen, unter welchen Bedingungen das BSI ihm bekannt gewordene Sicherheitslücken an die HerstellerInnen melden kann, damit sie geschlossen werden. Da stand nämlich im ersten Entwurf noch drin, außer wenn Sicherheitsinteressen, nationale Sicherheitsinteressen überwiegen, mit anderen Worten, wenn Geheimdienste eine solche Sicherheitslücke selber verwenden wollen, dann soll das BSI die Klappe halten und damit dafür sorgen, dass sie offen bleibt und unser aller IT-Sicherheit korrumpiert ist. Dieser fiese kleine Nebensatz ist gestrichen worden, was eigentlich bedeutet, dass das BSI jetzt in jedem Fall verantwortungsbewusst dafür sorgen muss, dass Sicherheitslücken geschlossen werden. Das ist durchaus eine gute Sache. Ansonsten ist das ganze Gesetz voller ziemlich viel Müll nach wie vor. Da steht immer noch ein völlig überflüssiges, sinnloses Sicherheitskennzeichen für IT-Produkte drin, das null Verbraucherschutzverbesserungen bringt. Und es ist zum Beispiel immer noch eine sehr merkwürdige Zuordnung von Unternehmen zu sogenannten KRITIS, zu kritischen Infrastrukturen drin, die nämlich besondere Anforderungen an die IT-Sicherheit erfüllen müssen. So sind jetzt zum Beispiel Zulieferer von VW mit drin, weil große wichtige Industrie von nationalem Interesse. Oder Rüstungsunternehmen. Aber es sind nicht drin die meisten Wasserwerke in Deutschland. Wie kann man sowas machen? Logisch kann das kein Mensch nachvollziehen. Außerdem fehlen immer noch die gleichen Dinge im IT-Sicherheitsgesetz. Das heißt ja IT-Sicherheitsgesetz. Mehr IT-Sicherheit hätte eine Produkthaftung für IT-Produkte gebracht, eine Mindest-Update-Pflicht und wahrscheinlich auch eine Evaluation des ersten IT-Sicherheitsgesetzes. Dann hätten wir nämlich gewusst, welche Maßnahmen machen Sinn, welche erhöhen die IT-Sicherheit, welche erhöhen sie vielleicht gerade nicht. Diese Evaluation hat nach wie vor nicht stattgefunden und es ist auch nicht absehbar, ob sie noch kommt. Was man im Zusammenhang mit dem Telekommunikations-Quasi-Überwachungsgesetz und dem IT-Sicherheitsgesetz auf jeden Fall wieder mal erkennt, ist, wie dringend wir eine Überwachungsgesamtrechnung brauchen. Auch die gibt es nach wie vor nicht, ist auch nicht geplant. Ich habe extra vor kurzem in einer schriftlichen Frage die Bundesregierung danach gefragt. Die Antwort war, nö, braucht man nicht. Das Verfassungsgericht hat das mal anders gesehen und ich glaube, irgendwann
wird die Bundesregierung gezwungen werden, das zu tun, weil erst dann weiß man, wie die Gesamtbelastung einer Bevölkerung in einer Demokratie durch alle möglichen verschiedenen Überwachungsmaßnahmen ist. Sonst kriegen wir den Chilling-Effekt, dass Leute sich selbst anfangen zu zensieren und zu überlegen, an welcher Stelle sie sich wie verhalten und was sie sagen. Und das will keiner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich hoffe, ihr kriegt bald eine Impfung. Bis dahin, ruhig bleiben und Tee trinken. Prost.